Rasenmähen ist im Bad Wissi zwischen 13 und 15 Uhr nicht erlaubt. Der Bauhof hat sich mit dieser Regelung arrangiert, plant seine Arbeit dementsprechend. Andere sind genervt von den zeitlichen Vorgaben. Ich hoffe, das ist jetzt überhaupt nur eine Dreiviertelstunde. Achso, nein, dann mache ich es ja erst um 15 Uhr. Und dann kommen die ersten Gäste heim und wollen sie gerne in den Garten legen und dann fahre ich wieder zwischen denen rum. Finde ich unpraktisch. Birgit Trinkel vermietet Ferienwohnungen. Sie würde die Mittagsruhe am liebsten abschaffen. Ihre Gäste brauchen keine Mittagsruhe. Jetzt kommt man ja hierher, um sich in der Natur zu bewegen. Gehe am Berg, ich mache Sport, ich gehe wandern, ich gehe schön essen. Und ich gehe dann früh nach dem Essen aus dem Haus und mache meine ganzen Aktivitäten und komme halt irgendwann am Nachmittag wieder. Und seit es diese Kurgäste im klassischen Sinne mehr gibt, hat sich diese Kurruhe in meinen Augen total überholt. Früher musste der Kurgast nach einem Jodschwefelbad strikt zwischen 13 und 15 Uhr ruhen. Auch die Tegernseer Tal Tourismus GmbH hält die Kurruhe für nicht mehr zeitgemäß. Das sehen aber nicht alle so. Ich würde sagen, schade. Warum? Weil das auch ältere Leute sind, die vielleicht Ruhe wollen. Also 2 Stunden Ruhe, ich glaube, das schadet niemand. Ich finde das sehr schlecht, gerade für die Urlauber. Weil die Urlauber, die wollen ja den Urlaub genießen. Also wir sind ja oft mittags noch unterwegs in den Bergen oder auf der Sommerrodelbahn oder gerade noch unterwegs. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so für uns jetzt relevant, ob jetzt hier ein Rasenmäher läuft oder nicht. Bürgermeister Robert Kühn hält die Bad Wissier Verordnungen ebenfalls für nicht mehr zeitgemäß. Besonders passen sie nicht mehr zusammen. Da gibt es einmal die Baulärmverordnung, einmal die Garten- und Hausmusikverordnung. Und beide haben unterschiedliche Mittagszeiten. Und das passt einfach nicht mehr zusammen. Oder bei der Baulärmverordnung darf man am Samstag arbeiten, aber Rasenmähen dürfte man am Samstag nicht. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. An der Baulärmverordnung will man nicht rütteln. Bauarbeiten vor 8 Uhr bleiben verboten. Es geht tatsächlich nur um die Mittagsruhe. Die Diskussion muss der Gemeinderat im September führen. Aber momentan gehen die Diskussionen tatsächlich dorthin, was wir jetzt immer so mitbekommen, dass wir tatsächlich darüber diskutieren, die Mittagsruhe komplett abzuschaffen oder wirklich zu vereinheitlichen und zu verkürzen. Erstmals diskutiert wird die Mittagsruhe voraussichtlich in der Gemeinderatssitzung am 15. September.